Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Vogelspinnen-Vlog. Ja, eigentlich müsste ich sagen, hallo. Das finde ich jetzt aber nicht, naja, egal. Anzeige ist raus. Ja, eigentlich müsste ich sagen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist endlich soweit. Die Warterei hat ein Ende. Heute ist die internationale Vogelspinnenbörse in Marbach am Neckar. Jawohl, und ich bin hier schon gerüstet. Hallo, hallo, ich versuche hier gerade, also wirklich. Und das um die Uhrzeit. Ja, ich bin hier schon gerüstet. Ich habe ja, hallo, also das ist doch eine Unverschämtheit. Ja, ich habe ja einige Vogelspinnen schon vorab reserviert. Also vorbestellt im Prinzip, die werden wir abholen. Und ja, dann gucke ich mal, was mir auf der Börse dann noch so über den Weg krabbelt. Und ja, mal gucken, vielleicht bringe ich euch ja die ein oder andere Überraschung mit, da will ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, ja, mal so langsam jetzt losfahren, vielleicht irgendwo noch ein Frühstückchen besorgen und dann sehen wir uns später wieder. Bis nachher. So, da bin ich wieder. Gutes Frühstückschen für Säulen St. Decker. Kein Frühstückbrot. Eins, weil ich so Pullerpreise haben, aber ich habe das Nacken gekriegt. Oh, ich habe auf die Kamera geguckt. Also ist mir jetzt mal sehr weit. Wir haben jetzt mal 50 Kuchenmelker. Voraus und Verzeihung. Voraus ist für die Anfangszeit bis 9 Uhr 14. Ich denke, dann sollte ja soweit alles klar sein. Ich melde mich dann entweder zwischendurch nochmal oder ja, bei Ankunft. Bis nachher. So, fast geschafft. Noch 3,5 Kilometer. Jawohl. Wunderschön hier. Wenn ihr nach rechts guckt, seht ihr Landschaft. In der Mitte sind Autos und Straßen und links ist wieder Landschaft. Unglaublich. Ja, doch recht hübsch hier. So, da werden wir mal gucken, dass wir, oh, muss ja aufpassen, ich darf ja hier nichts und niemand filmen, gell? Ja, gucken, dass wir da einen anständigen Parkplatz kriegen und dann melde ich mich gleich nochmal. So, da bin ich wieder, jawohl. Marbach ist rum, war ein großartiger Tag, war sehr anstrengend, aber auch sehr aufregend. Nee, war wirklich schön, also Auswahl da an Vogelspinnen war absolut gigantisch. Ihr seht, ich habe nur Heimchen gekauft, nein, Blödsinn. Ja, ich mache jetzt hier den Deckel nicht ganz so weit auf, ihr seht, ich habe Heatpack drin liegen, war ja doch recht kalt. Hier sieht man ja ein paar Beinchen. Huch, könnt ihr es erkennen, da links. Ja, dann haben wir hier auch noch mal welche drin. Drunter sind auch noch welche, keine Panik. Ja, ist auch nicht alles meine Ausbeute quasi. Ein Teil ist noch im Kofferraum. Keine Spinnen, keine Panik, nur Zubehör. Ja, wie weit haben wir es denn noch? Lass mich gucken. Moment, 94 Kilometer. Ja, also ist schon noch eine Strecke jetzt zu fahren. Wetter war nicht so besonders, war recht kalt, hat immer wieder geregnet. Ja, drum auch Gott sei Dank das Heatpack. Mein jetzt im Auto ist es warm, aber ja, sicher ist sicher. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn ich daheim bin. Und ja, dann geht's auch ans Auspacken. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also, dann bis später. Und da bin ich auch schon wieder. Jawohl, bin endlich zu Hause, hab's geschafft. Das hier ist unsere Ausbeute. Ja, Neuzugänge für die Krabbelgruppe. Und da seht ihr schon, da ist einiges dabei. Auch sehr interessante Sachen. Jaha. Ja, Becherchen habe ich besorgt. Und zwar ist es hier, zeige ich euch, für Philips kleinen Captain Hook. Eine Brachypelma Vagans ist es. Ich habe es jetzt absichtlich auf das Heatpack gestellt, weil hier ist es sehr, sehr kalt. Ich glaube, es hat mittlerweile nur noch 1 Grad. Und ja, es schneit tatsächlich. So, dann haben wir hier, ja, kleine Überraschung, ein kleines Eupalaestrus campestratus Mädchen. Das ist die Isabella. Und zwar ist Isabella das Patenspinnchen von der Lisa und vom Jan. Und wenn es jetzt hier nicht so spiegeln würde, dann würdet ihr die Isabella auch ganz gut. Ah, so sieht man sie gut. Ja, heißt auch nicht umsonst die Pink Zebra Beauty. Hat also wirklich ganz bezaubernde rosarote Härchen am kleinen Popöchen. Dann haben wir hier, oder muss ich aufpassen, dass ich euch da noch nicht zu viel zeige. Ja, da haben wir hier in diesem kleinen Becherchen, steht einmal drauf 01
und 1.0. Da drin ist jeweils eine kleine Aphonopelma calcoris, also die Arizona Blonde oder Desert Blonde, wie sie auch heißt. Ja, 0.1, ein Mädchen. Das ist die Annabelle vom Jan. Das war mein Handy. Das ist von Snow. Und die 1.0, ja, auch Aphonopelma calcoris. Das ist Peewee. Und Peewee ist von der Lisa. Dann haben wir hier, ja, was ganz Besonderes. Das zeige ich euch jetzt aber noch nicht. Das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir sie umsetzen. Das ist Heiko. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Und Heiko war ja das gut gehütete, lang geheim gehaltene Projekt Y quasi. Ja, und da drin haben wir den kleinen Captain Hook vom Philipp. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich dachte vorher, da ist eigentlich nur Erde drin, bis ich ihn dann endlich mal gefunden habe. Also Philipp, vertrau mir, irgendwo da drin ist Captain Hook. Wahrscheinlich hat er sich mit seinem Haken unfassbar tief verbuddelt. Ja, dann haben wir hier die erste Gramostola im Bunde. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die, könnt ihr die Dinger hier erkennen? Ja, ist auf jeden Fall eine Gramostola Porteri. Das ist die Harmonia, auch vom Jan. Achso, ich soll es euch vielleicht zeigen, gell? Warte mal, ich guck mal. Vielleicht kann ich das Becherchen, wenn ich das... Wo sitzt sie denn gerade? Oh. Oh, oh, nicht erschrecken. Oh je. Oh, der Bärbel. Moment. So. Stell scharf. Ja, Plastikbecherchen ist jetzt ein bisschen angelaufen. Ich glaube, man kann sie sitzen sehen. Ihr konntet sie, glaube ich, erahnen. So, dann machen wir hier weiter. Die sieht man auch so schlecht. Hier haben wir eine Brachypelma Emilia. Das ist die Rosalie. Die Rosalie ist auch vom Jan. Und die Rosalie ist auch wirklich wunderschön. Also wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, jetzt versteht ihr vielleicht auch, also spätestens dann, wenn ihr die Lili gleich gesehen habt, versteht ihr vielleicht auch, warum ich so ein riesiger Brachypelma-Fan bin. Also die Arten sind wirklich unheimlich schön. Ja, das ist klein Rosalie. Dann haben wir hier, war keine Absicht, ich habe schon wieder hier, zu der kommen wir gleich noch. So, dann haben wir hier eine Brachypelma Albiceps. Hier haben wir die Lili. Lili, zeig dich mal, du bist so wunderschön. Ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen. Wie gesagt, ihr werdet sie dann alle nochmal ohne Dose und ohne Deckel dann natürlich sehen. Ja, die Lili ist das Patenspinnchen von der Simone und die Simone ist das Patenkind von unserem Christoph. Und die Simone hat sich ein Patenspinnchen gewünscht, ein hübsches. Da habe ich die Lili für sie ausgesucht. Sie hat ja auch den Namen gegeben. Simone, ich muss sagen, du hast dir wirklich einen wunderschönen Namen ausgesucht. Für ein, wie ich finde, ein wunderschönes Brachypelma-Mädchen. Jetzt gucke ich mal, vielleicht kann ich sie euch so... Ja, ich glaube, so sieht man sie ganz gut. Wenn jetzt die Kamera noch die Lili scharf stellen würde, also man kann es erahnen. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sehr flauschig hier schon, die Rosalie. Und jetzt sagt mir nicht wieder, ich soll den Rasierer für die Beine kaufen. Ihr wisst, ich habe es mit Agathe versucht. Agathe lehnt das strikt ab. Sie sagt, das ist hip, das ist 70er Jahre mäßig. Und ihr wisst ja, alles, was mal aus der Mode kommt, kommt irgendwann wieder. Also lass mir ihr ihren Beinflausch. Ja, und dann haben wir hier, last but not least, eine Terrafosa Blondie. Wir haben hier die Frau Blücher, ein bestimmtes Weibchen auch. Ich drehe sie mal rum. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, das findet sie... Das finden sie nicht so ganz gut. Wo ist sie denn? Frau Blücher! Da! Tada! Ja, absolut großartige Art. Also ich weiß, da gibt es ja immer so eine kleine Diskussion. Und ah, die Terrafosa Stirmi, die wird ja viel größer. Also für mich ist einfach die Blondie die Vogelspinne schlechthin. Ich habe sie mir nicht sehnlichst gewünscht, weil sie wirklich riesig groß wird, sondern weil die mir einfach, ich weiß nicht wieso, fragt mich nicht, sie gefallen mir unheimlich gut. Und sie gefallen mir auch besser als die Terrafosa Stirmis. Ich glaube, man sieht, ich weiß nicht, ob ihr da, ihr könnt es auch gerne mal googeln. Man sieht eigentlich den Unterschied recht gut. Die Blondies haben ja haarige Knie, die Stirmis haben nackige Knie, wenn man das jetzt mal so laienhaft ausdrücken will. Die Blondies sind einfach ein bisschen bulliger, die Stirmis sind ein bisschen ja, leichter gebaut.
ist mir völlig wurscht, ob da jetzt das Dirmi 0,75 mm größere Beinspannweite erreicht als hier unsere Frau Blücher. Um das ging es mir gar nicht. Ich finde die Art einfach wunderschön. Ja, Lisa, eigentlich sollte ich dich wirklich anscheißen dafür, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin ein saumäßig schlechter Schauspieler. Nein, mir ist jetzt auch heute überhaupt nicht danach, dich anzuscheißen. Es war ein viel zu toller Tag. Ja, und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein dickes, fettes Dankeschön, nicht nur an dich und der Heiko, auch an die komplette Grabbelgruppe. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Grabbelgruppe klingt irgendwie wie Grabschergruppe, gell? Pfui. Krabbelgruppe. Nein, natürlich Krabbelgruppe von Spinnen, die krabbeln. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ein fettes Dankeschön an euch. Also ohne euch wäre ja unsere wunderschöne Sammlung, die wir hier mittlerweile haben, so in der Form und gar nicht so schnell überhaupt nicht möglich gewesen. Auch unsere tolle Balfouri-Gruppe. Also dafür nochmal ein Dankeschön an euch alle. Und dann würde ich sagen, ach so, ich habe ja nur was vergessen. Da spiegelt nämlich schon jemand hier. Peaches, was machst du da? Bist du neugierig? Sollen wir mal gucken, was wir noch mitgebracht haben? Sollen wir gucken? Ja, schnell mal gucken. Ja. Ja, hier ist die andere Ausbeute. Da sind keine Tierchen drin. Da habe ich einmal, ja gut, also das Lehmpulver hier ist nicht für die Spinnen, das ist für die Dornschwanzagamen. Dann habe ich hier eine, ich gucke mal, ob ich sie... Mein Gott, wie sieht denn das Lehmpulver? Jetzt... Ich leg die mal oben drauf. Ja, Christoph, ich habe ja gesagt, ich besorge schon mal ein bisschen Ausstattungsmaterial für dein nächstes Projekt oder unser nächstes Projekt im Prinzip habe ich gemacht. Habe auch eine sehr schöne, ja, lange bekommen, die passt fast komplett rein. Und dann habe ich hier für die Diana, Diana, guck, ich habe es gefunden, genau das, was wir haben wollten. Ja, ein 15er Würfelchen mit Doppelbelüftung. So, und dann habe ich hier für die Olivia, also für unsere kleine Caribena Versicolor, die ja noch in der Aufzucht ist, aber irgendwann werden wir sie natürlich auch mal ins große Becken setzen, habe ich hier nochmal eine Korkröhre besorgt, und zwar aus dem einfachen Grund, sie hat schon eine drin, die ist aber als Versteck gedacht, darum ist die sie drin hat, vom Durchmesser her auch wesentlich kleiner, und mit der hier möchte ich sowas wie eine Art Blumentopf machen. Die werde ich also ja an die Seite stellen, mit Erde auffüllen und die dann bepflanzen. Da kommt also eine Pflanze rein, und auch hier, die kommt ja, die ist ja für eine Pözi, für eine Metallica. Und da werde ich es genauso machen. Also da kommt praktisch hier die Korkröhre rein. Da muss ich gucken, ob ich dann nochmal eine Korkröhre daneben dran stelle oder wie ich das mache mit der Pflanze. Auf jeden Fall, ja, die Korkröhre hier wird bepflanzt. Eine dient als Versteck. Soll ja auch hübsch bunt werden drin. Ja, das war es eigentlich. Ja, ansonsten hier das Lehmpulver. Und ach so, ja, die vier Heimchendosen. Ich habe mir jetzt erlaubt, diese vier Heimchendosen leer zu machen, sie umzusetzen zu den anderen Heimchen dazu, weil mir ging dieses Gegribbel und Gegrabbel da drin in diesen vier Dosen ziemlich auf die Nerven. War auch recht laut. Sie haben auch schon angefangen, fröhlich vor sich hin zu zirpen. Deswegen habe ich gedacht, ich werde sie erlösen. Habe das jetzt nicht aufgenommen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse. Und ja, dann würde ich sagen, können wir mal so langsam anfangen, hier unseren Knarz. Breche jetzt gleich mitsamt die Spinne durch den Boden durch. So weit ist schon gekommen. Ja, hier unsere Neuzugänge umzusetzen, dass sie endlich mal aus ihren Dosen rauskommen. Und ich würde sagen, ja, dazu sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir endlich an mit Umsetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen, ja, Ladies first natürlich. Wir haben hier eine Aphanopelma Calcodes, ja, 01, das ist die Annabelle. Becherchen habe ich schon hergerichtet, ihr seht es hier, habe ich auch, ja, lang genug antrocknen lassen, da ist also nichts mehr feucht. So, dann gucken wir mal, wo die sich rumtreibt. Seht ihr da überhaupt was, wenn ich jetzt hier schon wieder mit meinen Wurstfingern rumwurschtel? So, Plan ist jetzt eigentlich, Plan geht eigentlich immer in die Hose, gell? Da ist sie. So, jetzt holen wir die mal raus. Okay, das brauche ich erstmal nicht mehr. Dann habe ich mir gedenkt, better safe than sorry, ihr wisst ja. Vorsicht ist die Mutter der Spinnerkiste. So, dann machen wir mal hier das Deckelchen auf, und dann kann ich ja praktischerweise hier auch noch aufmachen. Da muss ich mir nur überlegen, weil das geht sehr einfach auf. Ich weiß nicht, ob die das nicht aufkriege. Ich lasse es drauf ankommen. Mein Aphanopelma Calcodes ist ja jetzt nicht gerade
eine mega gefährliche Art oder dass man da jetzt fürchterlich aufpassen müsste. Oh. Hallo. Hehe. Ach Gott, die ist schon wieder so niedlich. Seht ihr sie schon? Da kommt sie raus. Könnt ihr sie erkennen einigermaßen? Moment, ich versuche mal ein bisschen. Ne, natürlich seht ihr sie nicht. Ja, da ist sie doch. Sie kommt ja schon selber raus. Jetzt seht ihr überhaupt nichts, gell? Habe ich wunderschön wieder gemacht. Moment. Toll. Wir haben es verpasst. Sie ist schon draußen. Wenn du jetzt noch ein Stückchen vom Papier weggehen würdest, kleines Mäusekind, nicht in die Höhle rein. Halt, 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 halt. Da, da. Da ist sie. Och jö, wie knuffig. Ist rausmarschiert, gleich rum ums Papierchen. Muss gleich mal gucken wegen der Kameraeinstellung, die habe ich nicht so schön gemacht. So, Moment. Ich hoffe, die Spinne ist noch drin und ich habe hier nur das Papier. Ja, da sitzt sie doch. Naja, ist auch noch schön feucht. Der hat es also an nichts gefehlt. Machen wir hier mal zu, dann gucke ich mal. Vielleicht seht ihr sie noch. Die sitzt hier. Ja, man sieht Popöchen. Das ist also, wie gesagt, Aphonopelma calcodes, die Annabelle. Dann gucke ich jetzt mal, Moment, ich hole gleich mal das Becherchen vom Pibi. Das ist ja der männliche Part davon. Ja, da haben wir ein Pärchen. Der hat das gleiche Becherchen bekommen. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich vielleicht mit der Kamera das anders mache, weil so habt ihr ja absolut überhaupt nichts gesehen. So seht ihr immer noch nichts. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Okay. Da muss ich vielleicht doch ein bisschen höher und ein bisschen näher dran. Und vielleicht ein bisschen. Moment. Wir gucken uns das Ganze mal an. So. Vielleicht doch ein bisschen mehr noch von oben. Ist gar nicht so einfach, sage ich euch, gell? Aber ihr wisst ja, auch wenn es für euch teilweise wirklich sehr blöd ist, im Zweifel verzichte ich halt einfach auf eine gute Aufnahme. Hauptsache, wir haben die Spinne dann sicher und stressfrei für beide Seiten in ihrem neuen Zuhause. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. So, dann haben wir hier, ja, 1-0. Verzeihung. Auch Aphonopelma calcodes, also wie gesagt, 1-0 ist ein Männchen, 0-1 ist ein Weibchen. Hier haben wir Klein Pibi. Gucken wir mal, wo Klein Pibi ist. Bleibt mir gleich meine Güte, da seht ihr mal. Da bleibt mir gleich die Stimme weg. So. Hier mache ich es jetzt auch wieder so. Gucken wir mal, ob er hier noch was. Ja, ich glaube, so seht ihr es besser, gell? Es war nicht von oben genug von oben. Moment, vielleicht kann ich mal ein bisschen dran. Dann gucken wir mal, wo der Piwi sich rumtreibt. Achso, mit der Pinzette komme ich gar nicht mehr dran. So, wo ist unser kleines Männlein? Da ist er. Ja, ich habe so den Eindruck, der Piwi ist schon ein bisschen größer. Ja, wobei, das kann jetzt auch täuschen. Ah, jetzt seht ihr ihn eigentlich ganz gut sitzen, gell? Also ich meine doch, wenn ich das jetzt so nicht vergleiche, weil Annabelle in der Höhle sitzt. Kommst du mal raus? Oh, komm. Sei lieb. Na komm. Jo. Na guck. Du brauchst keine Angst haben. Du hast auch ein kleines Versteck versprochen. Fein. Oh, bist du knuffig. Hallo, Klein Piwi. Och Gott. Mein Gott, sind die nicht süß? Jetzt sag's selber. Also, selbst jemand, dem es wirklich
fürchterlich arg allgemein vor Spinner graust. Also ihr habt gesehen, wie gemütlich, dass der jetzt rausmarschiert ist, jetzt stiefelt er weiter. So, wir gehen jetzt hin. Also ich denke auch, wenn ich, wie gesagt, ich kann es verstehen, ich hatte auch mal ganz, oh, jetzt hockt da ein Assel dran, du sollst doch da drinnen bleiben und den Boden sauber halten. Spinnst du? Geh. Zack. Hol doch hier die Asseln nicht, ich habe die extra reingesetzt deswegen. So. Ja, wie gesagt, also ich habe da selber auch massivst Angst gehabt davor und wirklich Panik und fürchterlich Ekel und so. Aber ich denke mal, ja, für die unter euch, die jetzt da noch nicht ganz so weit sind wie ich und sich da schon mehr an die Materie rantraut haben, dürfte Peewee jetzt auch nicht zum Fürchten sein. Also das ist ja wirklich, ich versuche jetzt den mal vorsichtig hier euch zu zeigen, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts werden, doch. So, seht ihr? Das sind also wirklich, ich denke, man hat es ja gesehen anhand meiner Finger als Größenvergleich, das sind sehr, sehr süße kleine Knöpfchen. So, dann machen wir hier mal wieder zu, ohne dass wir der Peewee erschrecken. Ja, und dann würde ich sagen, setzen wir die nächsten um und dafür sehen wir uns gleich wieder. Und weiter geht's mit der nächsten. Da haben wir eine Gramostola Porteri oder Porteri, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es richtig betont. Ja, da haben wir die Harmonia. Ich habe jetzt versucht, den Deckel abzumachen, aber ja, will irgendwie nicht. Also lasse ich ihn halt so drauf. Dann machen wir das Ganze ein bisschen anders. So, Deckelchen drauf. Ne, Deckel drauf, Deckelchen auf. Ach so, der geht ja wieder nicht. Also dass die Heimchendosen auch manchmal sogar so ganz blöd klemmen. Irgendwo klemmt der Deckel fest und ich wollte ihn jetzt im Equal drunter reißen. Machen wir es halt so. Das wird jetzt wieder eine Operation. Oh, Moment, Pinsel. Geht ja gar nicht. Komme nicht ums Eck rum. Moment. Müssen wir anders machen. So was Doofes aber auch. Jetzt kriege ich den Deckel wieder nicht ab. Eieiei. Technik Samstag. Oh gut. Sie muss auf ewig in der Heimchendose bleiben. Wir ziehen sie in der Heimchendose groß. Ja, und es tut mir leid. Aber zumindest sieht sie ihr neues Zuhause schon mal. Jetzt geh halt ab. Kann jetzt zu schwer sein hier. Geht doch. So. Es geht doch. Aber jetzt richtig rum. Ja. So. Jetzt aber. Komm, kleine Harmonia. Hallo. Du musst dabei raus. Kommen Sie raus. Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd so. Ach doch, sie hat es ja schon. Hat sie es gesehen? Ja. Hast du gesehen, dass da rausgeht? Sollen wir nicht mal lassen? Ah ja. Nur zu. Kommt die eigentlich da hinten dran vorbei? Wenn ich die jetzt da rausschicke? Das findest du jetzt blöd, gell? So. Jetzt gucken wir mal. Das ist ja immer ein bisschen doof mit den Heimchendosen. Traust dich noch ein Stückchen? Ihr seht wieder überhaupt nichts, gell? Habe ich das nicht wieder gut gemacht? Habe ich das nicht wieder wunderbar gemacht? Hm? Sagt selber, wie habe ich das gemacht? So. Schön habe ich das gemacht. Einwandfrei. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Sie ist weg. Manche, ach oben sitzt sie. Ah, da ist sie. Nee. Machen wir gleich zu. So. Jetzt seht ihr sie natürlich nicht, gell? Hier sitzt sie. Da. Na, ich glaube, man sieht sie da ganz schlecht durch. Da. Ja, die lassen wir jetzt einfach mal. Weil, wenn ich jetzt den Deckel runternehme, dann habe ich die Spinne in der Hand. Das heißt, wir lassen die jetzt. Höhle ist ja nebendran.
Ich werde euch die nachher sowieso nochmal zeigen, vor allem weil auch gerade Annabelle und Piwi hier auf Exkursionskurs gehen. Also keine Panik, ihr werdet die nachher alle nochmal sehen. Ja, dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal hier die Harmonia in Ruhe lassen. Die kann sich ihre Höhle suchen. Sobald sie in der Höhle ist, nehme ich dann die Heimchendose einfach raus. Sie ist ja jetzt auch Gott sei Dank nicht die mega schreckhafte Art. Also die bleibt ja einfach sitzen dann, wenn irgendwas ist. Gut, dann, ja, wie immer, bis gleich. Der nächste bitte. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit einer Brachyperma vagans. Dieses winzig kleine Popelchen hier drin ist Captain Hook vom Philipp. Oh, ich glaube, jetzt sieht man sitzen. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, da ist ein Erdklumpen lose drin und ich habe Angst, dass Captain Hook davon erschlagen wird, wenn ich den jetzt umsetze. So, gucken wir mal. Jetzt hole ich... Ist mir nicht geheuer. Ich hole mal schnell den Erdklumpen da raus. So. Mein Gott, wie kriegen wir dich denn da jetzt raus? Du bist ja wieder ein Itzi-Bitzi. Mein Pinsel ist zu groß. Moment. Gebt mir eine Dreiviertelstunde, ich bin gleich wieder für euch da. Ich muss schnell mein kleineres Pinselchen holen. Jesus Gott, ist der klein. Also nicht der Pinsel, sondern der Captain Hook. Gucken wir mal, ob er rauskommen will. Also grabbeln tut er schon mal. Flutsch. Da ist er. Ja. Oh, Jesus Gott. Und in der Höhle ist er. Seht ihr? Und deswegen sage ich immer wieder, bietet denen Versteck an. Die rennen da im Normalfall rein. Die sind gottsfroh, wenn sie mit uns nichts zu tun haben müssen. Wollen sie auch gar nicht. So, jetzt hole ich für den noch ein kleines Wässerchen. Ist jetzt ein bisschen trocken. So, der kriegt nämlich jetzt gleich mal hier ein bisschen Wasser rein, dann ist der Boden nicht gar so furztrocken. So, machen wir einfach hier in die Ecke ein feuchtes Eck. Und dann mache ich den jetzt auch gleich in mein Aufzuchtterrarium rein, wo die ganzen anderen Boxen drin stehen. Da ist schön warm drin. Da kriegt er dann auch ein warmes Popöchen. Was mache ich? Ah, hier. Moment. Nee, seht ihr nichts. Ich kann ihn jetzt auch nicht so aufkippen, aber Philipp, du weißt ja, ich halte die Grabbelgruppe regelmäßig auf dem Laufenden. Auch auf unserer kleinen Seite findet ihr immer wieder Fotos. Ja, dann werde ich euch natürlich auch noch verlinken. Und dann würde ich sagen, ja, werde jetzt vorbereiten für die Größeren. Die kommen ja nicht mehr in Aufzugboxen rein, sondern die kommen in ihre Endterrarien. Werde schnell die Kamera umstellen und wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's, die nächste. Ja, jetzt kann ich es ja verraten. Hier haben wir das Terrarium von Projekt Y, also von Heiko. Und Heiko ist eine Pterinochilus murinus, eine OBT, also eine Orange Baboon Tarantula bzw. ein Orange Bitey Thing. Ja, wird sie glaube ich nicht ganz ohne Grund genannt, aber jetzt, wow. Okay. Gut. Alles klar. Kleine Planänderung, Moment. Machen wir anders. Ich glaube, die wird mich gleich auffressen. Mal gucken, ob es schon lose genug ist. Nein, mit der werde ich mich definitiv nicht anlegen, weil die haben nämlich auch noch in ihrem Gift ein Neurotoxin. Ja, jetzt muss es aufgehen. Die haben also ein etwas stärkeres, etwas potenteres Gift. So. Mal gucken, wo ist sie denn? Also irgendwas habe ich, weiß gar nicht, was habe ich denn da gerade gesehen? Oder war das eine Spiegelung? Also ich habe meint, die sitzt, wo sitzt sie denn? Ach, da hinten sitzt sie. Machen wir das mal raus. Dann machen wir mal das Papierchen raus. Guck mal, ob ich da...
ob ich so dran komme. Also sehen tue ich sie. Ja, ich sehe sie. Heidewitzka. Drohposition. Alter Verwalter. Okay. Ja, mit der werden wir viel Spaß haben, glaube ich. Jetzt muss ich gucken, wie ich es mache. Also entweder lasse ich sie von selber rauskommen. Also mit denen ist wirklich nicht zu spaßen, kann ich euch sagen. Ist kein Scherz, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt, wenn man hier am Terrarium vorbeigeht, ans Glas springen und versucht, mir an die Gurgel zu gehen. Aber die sind halt definitiv wehrhafter als andere Arten. Und ja, ich habe es jetzt nur ein bisschen berührt und zack, die ging jetzt hier im Becher sofort in Drohposition. Das fand sie natürlich jetzt richtig kacke, dass ich da versucht habe, sie rauszuholen, weil die hat ja jetzt auch gar keine andere Möglichkeit. Denkt dran, die ist da drinnen recht eingesperrt. Muss ich gucken, ob ich es bei der auch mache, wie mit der Agathe, dass ich einfach den Becher auf der einen Seite festhalte und auf der anderen das Papier rausziehe. Mal gucken, ob wir das irgendwie gemanagt kriegen. So, gucken wir mal, ob sie raus will oder nicht. Mal gucken. Also sie wird ja auch nicht ohne Grund Orange Bitey Thing genannt. Das machen wir. Die machen wir auch wieder vorsichtig raus. So, kleinen Moment. Machen wir zu und jetzt gehen wir einfach hin und schmeißen hier alles über den Haufen. Na. Ich frage mich ja immer, wie die Verkäufer die in diese kleinen Dinge reinkriegen, gell? Also zum Verpacken und so, das... Nein, ich mache von der anderen Seite. Moment. Ich mache es doch mit der langen Pinzette. Ich möchte meine Finger behalten. So. Komme ich mal auf die Seite. Mal gucken, ob ihr sie seht. Gucken mal, ob wir sie rauskriegen. Guck. Also offen ist raus, kann sie. Da komm. Komm, Heiko, komm. Da kommt sie. Hallo. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Wir haben es geschafft. Tada. OBT erfolgreich ins Endterrarium gebracht. Es ist niemand gefressen worden. Niemand ist gebissen worden. Oh, ist sie nicht hübsch? Moment. Sieht man es? Vielleicht so besser? Ja, immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich gucke, dass ich nachher dann einfach mit der Kamera rumlaufe und euch die dann nochmal einzeln zeige. Ja, das ist Heiko. Lieber Heiko, ich hoffe, du bist mit Heiko zufrieden. Ich hoffe, sie ist ein Mädchen, aber ist egal. Ich hoffe, sie gefällt dir. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, wenn ich den Spitznamen Möhre verpasse oder Möhrchen. Also die Farbe ist wirklich schön. Ich mag die Art sehr, auch wenn man ja, das ein bisschen vorsichtig machen muss. Aber ihr habt gesehen, die ist mir jetzt auch nicht gleich am Pinzette und ist da dran hochgerannt oder keine Ahnung. Ich lasse jetzt auch bei ihr mal der Becher drin. Nicht, dass sie gleich wieder einen Rappel kriegt. Machen wir jetzt einfach hier zu. Mal gucken, was sie macht. Nichts macht sie. Einfach in Ruhe lassen. Die wird ihr Versteck schon finden. Einen Becher hole ich dann raus, wenn sie sich ein bisschen sicher fühlt, weil die ist da drinnen jetzt komplett fremd. Ich habe ihr habt ja gesehen, die war in dem Becherchen mit dem Papier drin. Jetzt habe ich sie da rausgescheucht, was sie schon total blöd fand. Und die muss sich jetzt erstmal orientieren. Lassen wir sie auch machen. Dann Becherchen raus. Muss jetzt nicht sein. Gell, Heiko Möhrchen? Möhrenheiko? Nein, Möhrenheiko geht gar nicht. Nein, also Zettelchen kommt ja natürlich auch dran. Selbstverständlich kommt da Heiko drauf. Also
keine Angst. Ja, wie gesagt, ich hoffe, sie gefällt dir. Ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Art. Die Farben sind wunderbar. Wird auch noch, ja, je größer sie wird, desto schöner wird es. Die haben unten ganz tolle blaue Beinchen. Ich denke, das werden wir auch recht oft sehen. Man muss sie ja nur angucken und schon. Nein, so dramatisch sind sie auch nicht. Gut, es ist halt, ja, Afrikaner, muss man wissen. Old World. Und ja, kriegen wir hin. Also ich werde die auch ganz normal versorgen wie alle anderen. Da kommt jetzt auch kein Vorhängeschloss oder so dran. Einfach ein bisschen noch vorsichtiger sein. Wenn ich dann weiß, wie sie reagiert, dann kann ich auch dementsprechend, ja, agieren da drin. Aber mehr, ihr wisst, ich mache in den Terrarien eigentlich nichts außer Wasser nachfüllen und füttern. Das war's. Die werden von mir in Ruhe lassen. Also ich werde die jetzt nicht dauernd mit dem Pinsel anpieken, nur weil es so lustig aussieht, weil die sich halt manchmal wirklich so aufspulen, dass sie sich auf den Rücken schmeißen vor lauter Drohposition. Macht man nicht, ihr kennt mich. Und ja, jetzt lassen wir klein Heiko einfach mal ein bisschen akklimatisieren und gucken, dass wir den Rest in die Endterrarien bringen, dass sie endlich aus ihren Boxen rauskommen. Was haltet ihr davon? Gut? Gut, okay, also bis gleich. Okay, ja, da bin ich wieder. Ich würde sagen, machen wir die nächste. Da haben wir die Isabella. Isabella ist eine Eupalaestrus campestratus, eine Pink Zebra Beauty. Wo der Becher da nicht reinpasst. Oh Gott. Isabella, nimm es mir nicht krumm, gell? Vorsicht. Oh, entschuldige, entschuldige. Ich weiß, die Erde ist ganz lose und jetzt bist du rumgerutscht da drin. Das ist doof, gell? Hallo Schneckchen. Ja. Die Pink Zebra Beauty, die haben ja den Ruf, das sollen ja angeblich eine von den friedlichsten und ruhigsten Vogelspinnenarten sein. Jetzt gucken wir mal, was sie davon hält, wenn ich sie da rauspopel. Also, hier seht ihr, im Moment, ich muss noch mal schnell gucken. Seht ihr das Isabellchen da sitzen? Nein, seht ihr nicht. Zeige ich euch hier nochmal. Eupalaestrus campestratus, eine deutsche Nachzucht. Und ein Mädchen, also ein ja sicher bestimmtes Weibchen. Gucken wir mal, was sie macht. So, wenn du mal da rausgehst, falsche Richtung. Och jö, komm, nur komm. Das ist ein Pinsel. Pinsel. Na. Ja, dann musst du so rum rauskommen. Jetzt? So rum? Was machst du denn? Nee, nee. Nicht der Pinsel dann nehmen. Komm, dreh dich mal. Nee, jetzt nicht mehr drehen, jetzt musst du zulaufen. Komm. Okay. Sehr friedlich. Bisschen stur. Jetzt sag bloß, du willst da nicht raus. Ja, dann machen wir das anders. Pass auf, dann tue ich dich jetzt gar nicht länger popeln, dann tun wir dich einfach umkippen. Mitsamt deiner Erde. Mit der habe ich keinen. Und Pinzette habe ich keinen guten Griff. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt irgendwie an die falschen Stellen gepult habe. Möglich ist alles. Bin ja da noch nicht so der Hero, gell? So. Oh. Moment. Isabella, wir haben es gleich. Es kann sich nur um Stunden handeln. Bitte verzeih mir, dass ich mich jetzt da so saublöd anstelle. So. So. Jetzt. Komm. Na komm. Komm. Komm, der Erde rutscht schon. Na komm. Oh. Sie wurde verschüttet. Du bist jetzt immer noch im Becher, gell? Ja, Moment. Komm, ich helfe dir noch mal kurz. Du musst schon mitsamt deiner Erden raus. Kriegen wir das hin? Jetzt, na komm. Jetzt. So, guckst du. Oh, ich habe sie dreckig gemacht. Das tut mir sehr leid, Isabella. Wirklich. Das war keine Absicht. Oh Gott, wie siehst denn du, Kind? Wie siehst du jetzt aus? Kind Gottes. Meine Schuld. Dumm. Dumm ist nur. Dumm, dumm. Was denn da drinnen gemacht? Das ist ja alles ein. Ach, deswegen. Oh Gott, die hat da drinnen. Ich versuche euch das mal kurz zu zeigen. Deswegen war das auch so ein Wust. Moment, wo ist denn die Kamera?
Passt auf. Achtung. Seht ihr das? Eingesponnen. Deswegen war das so ein Wust. Ihr braucht aber keine Angst haben. Also hier ist, kann ich euch jetzt schon sagen, ist nichts passiert. Das Ding ist also, ja, als wäre ein Wattebäuschen auf sie gefallen. Jetzt ist sie halt ein bisschen schmuddelig. Ich hoffe, sie nimmt mir das jetzt nicht krumm. Die wird sich denken, mein Gott, Alte. Du bist die Erste in meinem Spinnerleben, wo ich jetzt drauf habe, wo sich so saudumm anstellt. Isabella, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Also wirklich sehr, sehr, sehr ruhig. Ja, machen wir bei dir auch mal zu. Ja, Heiko hat sich bis jetzt auch nicht bewegt. Aber wirklich eine wunderschöne Art. Also ich mag die sehr gern. Ich finde es schade, dass sie eigentlich gut... Ich kenne die Dunkelziffer in Anführungszeichen nicht. Ich weiß nicht, wo die überall ja, im Hobby zu Hause ist. Aber angeboten wird sie eigentlich relativ selten. Ja, dann... Isabella, magst du dich umgucken oder habe ich dich jetzt... Jetzt habe ich dich geschockt, gell? Alles blöd. Ja, gut, dann lassen wir die jetzt auch. Kann auf Erkundungstour gehen. Also die kriegen auch alle noch Wasserbecherchen. Ja, ich weiß, manche machen das nicht oder sie brauchen nicht. Mag sein, mir ist es lieber, wenn sie Wasserbecherchen drin haben. Drum kriegen auch alle ein Wasserbecherchen. Ja, dann haben wir noch 3 Stück zum Umsetzen und da werden wir uns jetzt auch dran machen. Ich werde die Kamera wieder neu positionieren. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, ja, machen wir hier mal unsere, Moment, ich muss mal gucken, seht ihr sie überhaupt? Unsere Frau Blücher, die Terrafosa Blondie. Und die ist schon etwas leicht pissig, habe ich festgestellt, als ich gerade die Heimchendose aufgemacht habe. Irgendwie fand sie das ziemlich müllig. Gut mal. Und die hängt natürlich wieder an einem Eck. Wie soll es auch anders sein, gell? Uiuiui, Moment. Machen wir anders. Ich hole mein Pinzettchen. Die Pinzette. Wenn ich sie denn finde. Ich eile. Bin da. Oh, dass die Heimchendosen immer an einer Ecke. Ja, ihr seht ja, die ist total eindrückt. Dass die Dinger immer an einer Ecke klemmen müssen. Das ist schon etwas nervig. Oh. Ja, das tut mir sehr leid, Frau Blücher, aber irgendwie müssen wir dich ja rauskriegen, gell? Hängt es tatsächlich an dem Eck? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, natürlich. Kleine Bitch, ist bombardiert. Brauche jetzt auch noch Handschuhe für dich. Hä? Auf den anderen Seiten. Also das ist ja mit den Heimchendosen, das ist ja ein Wahnsinnsmist. Ja, bombardier du nur. Hockst in deine eigene Brennhaar. Selber schuld. Ich weiß nicht, ob ich den Deckel jetzt so aufkriege, aber nee. Also Störungen finden sie mega blöd. Gut, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, gut. Ich muss jetzt leider etwas Gewalt anwenden, weil die Dosen sich da so blöd verklemmt hat in dem Eck. Ja, Deckelchen ist ab. Und ich werde jetzt einen Teufel tun und Frau Blücher mit dem Pinsel anfassen, weil Frau Blücher hat, glaube ich, eh schon die Pappe auf. Man hat es ja gesehen, sie hat ja, mich schon bombardiert. Sie hat auch schon ein etwas kahles Popöchen. Das heißt, ich werde die jetzt hier einfach lassen. Ich warte, bis sie selber rauskriegt und nehme dann die Heimchendose raus. Ich muss mal gucken, wie gut ihr sie erkennen könnt. Überhaupt nicht. Moment. Ach ja, ich hatte übrigens jetzt für die Heimchendose, ich habe mir extra das Latex-Handschuh angezogen, weil, was ich so gehört habe, über die Brennhaare der Terrafosas hat mich dazu veranlasst. Ich habe auch nichts Gutes drüber gehört und ich möchte auch da keine nähere Bekanntschaft damit machen. Also da dürft ihr mich ruhig ein Feigling schimpfen. So, unsere Frau Blücher. Ja, sie hat ein strammes Popöchen, sagt einfach nichts. Also wie gesagt, ich lasse sie jetzt einfach, weil den Stress muss ich nicht haben. Den muss sie auch nicht haben.
Und ja, wenn es ihr zu blöd wird da drin, dann wird sie schon auf Wanderschaft gehen. Also falls sich da was tut, dann werde ich natürlich unverzüglich rennen und hier ja, mein Opala, mein Kameraschwenk wieder betreiben. Ansonsten, ja, wir hätten noch zwei Brachypelmen zum Umsetzen, die Emilia und die Albiceps. Und ja, ich würde sagen, wir befreien auch die jetzt aus den Heimchendosen, damit die auch ins Endzuhause können. Also wie immer, bis gleich. Als Vorletzte im Bunde haben wir hier eine Brachypelma Emilia, auch ein gesächstes Weibchen, also ein bestimmtes Weibchen. Da haben wir die Rosalie. Habe ich jetzt schon mal vorbereitet hier. Also da ist Gott sei Dank nicht so schlimm im Deckel. Oh. Mein Gott, ist sie schön. Ich sag ja, ich mag halt Brachypelmen einfach wirklich unwahrscheinlich gern. So, jetzt gucken wir mal, ob ja, es Fräulein Rosalie gewillt ist rauszukommen. So rum. Mal sich aufpassen, dass sie mir nicht flöten geht. So, nicht erschrecken. Toll. Hallo? Hallo? Uiuiui, erschreck mich doch nicht so. Oh, habe ich dich erschrocken? Das tut mir leid, ich habe mich jetzt auch erschrocken. Geh noch ein Stückchen. So. Jawohl. Schaffst du den Rest selber? Die war jetzt irgendwie, habt ihr gesehen, die war, glaube ich, geistig etwas abwesend. Jetzt habe ich mich selber erschrocken, weil die sich erschrocken hat. Also du könntest jetzt noch so ein Stückerl, hä? Nur ein Stückerl, dass ich meine Dosen wieder kriege. Guck mal, du sitzt ja eigentlich schon vorm Loch. Geh mal noch ein bisschen. Komm, so. Ja, ich hätte nämlich gern hier diese, ja, jawohl, und nicht so hektisch. Ist ja gut, ja, ist doch gut. Oh, bist du ein hübsches Kind. Pass mal auf hier. Ja, ja. Gut, ist doch gut. So, jetzt holen wir mal hier die Dose. Mal. Oh Gott, bist du schön. Oh. Also nicht, dass die anderen hässlich sind, aber die sind schon sehr hübsch. Gut, ich bin natürlich auch sau der Helgerl. Ich schwall und schwall, wie schön die ist. Mein Gott, ist die schön. Und ihr seht sie überhaupt nicht. Jetzt müssen wir versuchen, vielleicht wenn ich aufmache, vielleicht bleibt sie sitzen. Oh. Jetzt. So, ja, einmal Brachypelma Emilia, die Rosalie. Ja, da sieht man jetzt auch, was ich hier für sie gebastelt habe. Habe jetzt bei ihr nicht ganz so viel Äste reingemacht, wollte es jetzt auch nicht, ja, erstens mal nicht zu voll stopfen, aber dafür hat sie hier eine schöne Hütte bekommen, ja, extra mit Moos, mhm. Ja, Klettermöglichkeit hat sie ja. Also die ist wirklich schön. Gefällt mir wahnsinnig gut. Na, Brachypelmen halt, gell? Ich mag die sehr, sehr gern. Die hat jetzt auch, Moment, ich scroll mal ein bisschen raus, dann könnt ihr es vielleicht besser erkennen. Die hat jetzt auch eine sehr schöne Größe. Die ist also schon um einiges größer als unsere kleine Bertha, die Brachypelma Hamodii. Oder Hamodii. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Ja, und damit kommen wir zu last but not least, die nächste Brachypelma im Bunde, die Brachypelma Albiceps. Das ist dann die Lilly und die werde ich jetzt gleich mal holen. Ja, und damit, wie gesagt, zu last but not least, hier haben wir Brachypelma Albiceps, die Lilly. Habe ich schon wieder vorbereitet. Jetzt machen wir bei der Lilly einfach den Deckel auf. Sehen Sie hier in ihrer ganzen Pracht. Und dann gucken wir mal, was die Lilly davon hält, wenn sie raus soll. Die werde ich jetzt bestimmt auch erschrecken. Ja, Lilly bombardiert gleich mal. Sehr lieb von dir. Na, na. Du brauchst doch einfach nur rausgehen. Hm? Na, komm. Komm. Na, einfach raus. Komm. Jetzt hast du es doch gleich. Und dann hast du lauter Haar da drin. Pfui. Und ich will die jetzt auch nicht haben. Die hängen am Pinsel. Hilfe. Oh, brennharte Incoming. Man hol mir eine Absaugung. Ach, aber hübsch ist sie halt, gell?
Ja, Lili, das tut mir leid, da muss das halt jetzt einfach durch. So, Becherchen ist draußen. Ja, sie hat tatsächlich wieder bombardiert. Und ich habe wirklich nur schnell den Becher rausgemacht. Mein Gott. Aber die ist also wirklich auch bildschön. Jetzt gucke ich mal. Lili, fühlst du dich denn sehr gestört, wenn ich jetzt hier einfach mal das Glas aufmache? Fändest du das sehr schlimm? Nee, gell? Geht schon. Also die Farbe ist schon Wahnsinn. Wirklich schön. Ich mache jetzt auch wieder zu, weil da drin fliegen noch ein paar von denen die Brennhaare rum, die ich wirklich nicht abkriegen will. Ja, hier haben wir also Lilis Zuhause. Ich meine, ich kann sie ja auch nicht übel nehmen, gell? Das ist natürlich jetzt schon Stress pur für die. Die war jetzt auch lang genug in dem Becher drin. Gucken wir mal, was hier. Da haben wir die Rosalie. Hat sie noch keinen Millimeter bewegt. Der Lili sieht jetzt irgendwie auch angefressen aus. Du bist jetzt richtig sauer, gell? Ich kann es dir wirklich nicht übel nehmen. Absolut nicht. Erst in den blöden Becher und dann kommt noch die noch viel blödere Tante mit dem saudummen Pinsel daher und geht dir auch noch auf Nerven und ja, lässt sich auch nicht davon abhalten, wenn du bombardierst. Armes Kind. Aber ich mach's jetzt nicht mehr, Lili. Versprochen. Ja, dann. Oh. Lili, willst du marschieren? Nein. Nein, lauf mich in Ruhe, Hauptruf ab. Ich hasse dich. Nee, tust du nicht, gell? Du machst einfach das, ja, was halt einfach deiner Art entspricht. Da bin ich dir auch wirklich nicht böse drum. Ich hoffe jetzt einfach nur, ich habe keine Brenner abgekriegt. Aber ich glaube, das würde ich schon merken. Jetzt dürft ihr auch aufgehört haben, da den rumzuflusen. Meine Güte, aber das Zeug fliegt rum. Heieiei. Ja, wer dann heute die letzte von den Neuzugängen, jetzt gucke ich mal, ob ich euch die anderen noch zeigen kann, was die so treiben. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Action kriegen. Ich denke nicht, die Damen sind jetzt erstmal, ja, ich völlig, völlig geschafft und wollen jetzt einfach von niemand irgendwas wissen. Ja, also wie gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, was die anderen treiben und guck, ob ich euch die noch zeigen kann. In dem Fall sehen wir uns gleich wieder.